Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 2, Part Nummer 8. Ja, im letzten Part haben wir ja ein bisschen schwach gegen Krayko angestellt. Er hat uns mehrmals getroffen und sind dann hier in der, ja, in der letzten Welt gelandet, Welt 7. Und da sind wir eigentlich, ich bin da irgendwie durchgekommen, ohne groß drüber nachzudenken. Wenn man sich einmal auf ein Thema festgelegt hat, dann, ja, dann kriegt man gar nicht mehr mit, was um sich rum passiert. Was auch der Nachteil ist, weil ich ja mich öfters, ja, eigentlich viel zu dumm treffen lasse. Also wenn ich so meine Parts anschaue, Achtung, der Fisch verfolgt mich, dann ist es eigentlich schon fast peinlich, wie oft ich mich hier treffen lasse. Also eigentlich ist das Spiel an sich dann wohl doch einfach. Nur als Spieler macht man es dann schwerer, wenn man halt einfach nur ja, durch alles durchläuft und getroffen wird. Also nicht unbedingt gut, würde ich mal sagen. Oh Gott, das war knapp. Jetzt können wir uns schon wieder Fähigkeiten aussuchen. Ich bleib beim Bumerang. Der ist praktisch. Ich sage immer Bumerang, dabei ist er, heißt er Cutter. Ich nenne ihn halt nur Bumerang, weil er immer wieder zurückkommt. Ja, ist praktisch, den Bumerang zu haben. Cutter. diesmal gehe ich unten lang. Einfach nur, weil ich es kann. Ach so, das, keine Ahnung. Das ist einfach nur eine Tür. Vermutlich auch nur, damit man dann auf der anderen Seite sieht, dass man sich dann auch da wieder die Leben einsammeln kann, wenn man möchte. Na du? Das ist ja immer geschenkt irgendwie. Okay, kein, hallo. Dich brauche ich ja sowieso später, wenn ich dann Elektro haben möchte. Soll ich die Leben einsammeln? Ich sammle es einfach ein. Einfach nur, weil ich kann, weil es kann. Hä? Na gut, egal. Frag mich nicht. Ist nicht so wild. Vielleicht, wenn ich die Tür wieder reingehe? Manchmal ist es so, dass man halt die Tür, die mal rauskommt, ich die. Egal. Ist egal. Die paar Leben, wir haben genug. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Fähigkeit von. Ja. Oh, sehe es gerade. Von Kain, wenn man hier mit Boomerang mit Cutter rumläuft. Ich lerne es noch. Ich bin so gewohnt, Boomerang zu sagen, dass ich ständig vergesse, dass es Cutter heißt. Ah, Blocky. Ui. Also muss ich schon sagen, man kann schon ziemlich viel schießen, aber ja. Blocky ist halt schneller, als er aussieht. Deswegen sollte man immer möglichst ja, schnell ausweichen. Aber geht auch gut. Geht doch alles praktisch. Und das Level ist eigentlich auch schon wieder wie alle anderen Level an uns vorbeigesegelt irgendwie. Na ja, okay. Geschafft. Haben wir es schon mit Kain geschafft? Ich weiß es gar nicht. Mit Co. Ist egal. Ist egal. Mit jedem kann man es ja irgendwie schaffen. Also so wie es aussieht, ist entweder das in Welt. Es kann sein, dass es im Level 7 drin ist mit dem Secret. Oh, wir werden hier direkt weggedrängt, okay. Ja, gut, ich habe nicht gesehen, dass da. Ich habe gedacht, die Wolken wären Plattformen. Gut, dann halt ohne Helfer. Kirby, ganz gemütlich. Immerhin kannst du ja fliegen. Ja, hier hat halt der Co. oder Kirby den Vorteil. Ich weiß auch gar nicht, was wirklich daran schwierig ist, außer dass man halt runterfallen kann. So wie ich eben runtergefallen bin. Oh. Ja, oder man wird zerquetscht halbwegs. So, ich gehe oben lang. Ganz gemütlich. Ich könnte zwar auch die Sterne hier einsammeln, aber was bringt's? Ernsthaft. Ich habe so viele Leben, das ist, braucht man nicht mehr. Okay, ich gehe gemütlich unten lang. Ich glaube sogar an. Es kann sogar sein, dass hier irgendwo das Secret versteckt ist, irgendwie. Bin mir nicht ganz sicher. Oh! Na toll. Ich gehe durch die Mitte. Oh! Ey! Was machst du denn für Effekte? Ja, man sieht schon, was ich meine. Wenn man sich Zeit lässt, dann. Ich will nach oben. Oh, okay, das war gemeint. Das muss man wissen. Das muss man wissen. Habe ich auch nur gedacht, ja gut, dann passiert's halt. Aber wir wissen ja, das Spiel ist ja nicht unfair in dem Sinne. Man wird ja. Bin ich halt jetzt die ganze Zeit den richtigen Weg gegangen oder was? Ah, okay, doch. Ja, gut, okay, das war dann Zufall, dass ich immer den richtigen Weg gegangen bin. Also muss ich dann doch durch die Mitte, da wo der. Oh. Nein! Okay, also hier muss man. Hier ist Try and Error. Hier ist echt Try and Error. Also entweder man wartet und entscheidet sich kurz vor knapp.
Oder man wird zerquetscht, ja. Dann muss ich es mir einfach merken. Also oben. Oder eher gesagt, die Gegner sollte ich mir merken. So, dann muss ich hier nach unten. Bin ich die ganze Zeit richtig gegangen. Und dann habe ich am Ende überlegt, ist vielleicht doch nicht alles der richtige Weg. Okay, also es gibt hier nur einen richtigen Weg. In dem Sinne. So, das war dann durch die Mitte, gell? Wo der Schwertkämpfer war, genau. Okay, man hätte auch oben entlang gehen können. Und jetzt war es unten entlang, gell? War es unten? Ja, okay. Hey, also das... Ja, hier ist wirklich Trial and Error. Hier muss man auswendig lernen. Hier braucht man die restlichen paar Leben. Okay, ein Vogel. Frag mich nicht, was es eben war. Vielleicht ein kleines Easter Egg? Oh, ja gut. Da ist er immer schneller. Also bei dem muss man eher warten, bis er gegen die Wand donnert. Ja. Oh mein Gott! Ja, warum machst du auch so Sachen? Oh. Den finde ich persönlich ein bisschen einfacher, bin ich ganz ehrlich. Außer seine komischen Attacken sind ein bisschen komisch. So. Passt doch. Und Stachel. Oder Igel, eher gesagt. Needle im Englischen. So, alles klar. Gut, also ist es dann doch im letzten. Da muss ich irgendwie mit keinem dann gucken, dass ich da reinkomme, um halt... also, man muss sich das so vorstellen. Das letzte Secret ist quasi das Secret aller Secrets. Oh, okay. Und dann ist dann da unten direkt Stacheln, oder was? Alles klar. Und da muss man, glaube ich, auch gucken, wo man lang geht. Ja, das ist halt jetzt wirklich der, ja, der Vorgeschmack zum Finale. So. Ja, hier ist es dunkel. Und hier würde einem gezeigt, was für, also wie man halt die Reihenfolge angehen muss. Ich gehe wieder raus, weil ich brauche hier, hallo? Beim Boss konnte ich raus, aber hier nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann muss ich halt erst schaffen. Also hier würde man normalerweise dann im Hellen die Secrets an der Wand finden, weil man halt in gewisser Reihenfolge mit verschiedenen Fähigkeiten, wie man jetzt hier sieht, also man braucht eine gewisse Fähigkeit, die man mitnehmen muss. Und geht dann halt durch die Türen hier, links oder rechts. Und das ist halt dann die Reihenfolge, die man dann gehen muss. Ist an sich einfacher als, wie heißt es, also als das mit dem, wo man die ganze Zeit den Helfer wechseln musste. Aber, ja, man muss halt auch wissen, dass man in dem dunklen Raum auch hell machen muss. So, ich bin froh, dass ich die passende Fähigkeit habe. Man merkt halt schon hier, das ist jetzt nochmal das Aufgebot aller Gegner. Das war nicht so toll. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob es hier manchmal besser ist, auszuweichen oder doch lieber... Okay. Oder halt, na, Achtung. Oder halt, einmal sich treffen zu lassen und dann durchzugehen. Weil man hat halt, gerade bei Kirby hat man eine sehr lange Unverwundbarkeitsphase. Was man eigentlich schon zum Vorteil nutzen kann. Oh! Das war gemein. Hätte man zwar noch reagieren können, aber ja, das habe ich zu spät gesehen. So, das ist unser letzter Zwischenboss. Na komm, schmeiß mit Jun. Einfach nur, weil du es kannst. So, und dann gehen wir da nochmal mit Kain rein und holen uns dann auch noch die Elektrofähigkeit. Weil auswendig kenne ich den Code leider nicht. Schön wär's. Dann müsste ich mir das sparen mit dem angucken. Aber, ja, damit man es halt auch mal gesehen hat, wie es dann halt erstmal ohne geht. Wenn man es blind spielen würde, sage ich einfach mal. So, und dann könnten wir sogar schon ins Finale. Gut, dann hole ich mir schnell Kain. Ich bin nur am Überlegen, das war... Stimmt, ich kann ja mir einmal Kain holen. Und dann gehe ich in das andere Level, wo das Secret versteckt war. Und da kann ich mir dann die Elektrofähigkeit holen. So, ins Wasser. Alles klar. Na, haust ab. So, haben wir eigentlich schon ihn gesehen, Mitch? Ja, hat halt einen Schirm. So, alles klar. Das müsste dann direkt... War das hier drin? Ja, genau. Passt ja. Perfekt. Na komm, Stern, hau ab. So. Damit wir auch wieder schön Licht machen können, im dunklen Raum. So, und wenn ich halt das Passwort habe, dann muss ich ja mit Kainich nochmal rein. Das ist ja der, das ist halt der Vorteil dabei. Ich sag halt Passwort, halt die Reihenfolge, sollte man eher sagen. Dass man halt den Vorteil hat,
Ja, wenn man es einmal weiß, dass man halt den Rest normal durchgeht. Aber ich habe ja gesehen, dass das Level trotzdem relativ lange ist. Oh, und ich darf natürlich nicht vergessen, dass ich mit Kaini auch erstmal durch muss. Stelle ich auch jetzt mal fest hier. Und jetzt gerade mit Kaini ist ein bisschen schwieriger, aber ich habe ja hier zumindest eine Fähigkeit zum Angreifen. Ja, was tut mir jetzt alles, um Secrets herauszufinden? Aber ich glaube, das war es sogar so hier schon, gell? Ja. So, und die sind halt alle blockiert. Und man sieht halt hier schön in der Wand. Also wir müssen erst mit Feuer. Aber ich muss erstmal die Typen hier besiegen. Oder auch nicht. So, nochmal kurz gucken. Also wir haben hier Feuer. Feuerstein, Feuerstein, Igel und, ich kann mich sogar hier ganz leicht bewegen. Nochmal so, Feuerstein, Igel und Eis. Okay, hört ihr mal auf. Feuerstein, Igel, Eis. So, Feuer. Alles klar. Feuer. Ich merke mir das, versuche mir das gut zu merken. Feuer. Dann brauche ich hier Stein. Muss natürlich gucken, dass ich nicht auf Versehen den Stern einsauge. Feuer, Stein. So, Achtung. Igel und Eis. Haben wir Igel. Achtung, nicht von dem Typ treffen lassen. Igel und dann haben wir Eis. Also man sieht, das ist schon ein bisschen einfacher. Wenn man sich das mal so anguckt. Na, Pinguin, komm her. So, sehr schön. Also man sieht schon, das ist um einiges einfacher. Wenn man einmal das Passwort hat, dann geht das gut. So, und was hätte ich jetzt noch gebraucht? Achso, ich muss dann gerade... Oder muss... Ich weiß es gerade nicht. Nee, das war falsch. Hä? Ich bin doch durch Eis durch und hätte ich jetzt noch was machen müssen. Ich glaube, ich hätte noch Cutter mitnehmen sollen am Ende, oder was? Wartet mal, ich gehe nochmal durch. Vielleicht ist es ja so gewollt, dass man nochmal hier komplett... Nee. Das ist jetzt hier wieder... Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Bin ich doch falsch durch? Nee, ich habe doch alle richtigen Sachen eingesammelt. Wartet mal, ich gehe nochmal raus. Ich hätte vielleicht doch Cutter mitnehmen sollen, damit ich halt... Aber da war, am Ende war doch kein Cutter, oder nicht? Irgendwie. Ich werde es nochmal sehen. Weil es ging halt noch einmal nach rechts mit Cutter, deswegen... Dass man sich das vielleicht zum Schluss noch merken soll, irgendwie. So, hau den mal ab. Ich möchte halt nur nicht unnötig getroffen werden, deswegen... So. Gehe ich hier so durch. So, also nochmal Feuer. Also merken kann ich mir zum Glück gut. Problem ist halt nur, ja, irgendwie am Schluss sollte man wohl dann... Man sieht ja hier, dass hier auch noch zwei verschiedene sind. Dass ich dann halt am Ende dann vielleicht doch mit Cutter noch durch muss. So, Feuer. Das war dann Stein, genau. Ja, das sage ich noch, das ist einfach und da muss man doch sich doch noch ein paar Sachen merken hier irgendwie. So, Achtung. So, dann haben wir hier oben den Igel. So, du hörst auf. Das ist auch ein bisschen brutal mit, mit Kain. So. Und, dann Eis, gell? Genau. Eis haben wir dann gebraucht. Na, nicht ich Eis, du Eis. So. Also ich versuche gerade in meinem Kopf durchzugehen, ob das dann so passt. Ich meine, das hatten wir ja alles jetzt. Und ansonsten gibt es ja dann nur noch Cutter und... Das war nicht gut. Ach. Achso, er taucht wieder auf. Okay, alles klar. Puh. Ansonsten wüsste ich es halt nicht. Also, da muss ich halt dann... Habe ich irgendwas übersehen? Ja, okay, gut. Man musste dann am Ende noch mit Cutter rein. Also, das ist... Muss man natürlich aber auch wissen, gell? Okay, das haben wir. Alles klar. Und dann geht's hier quasi... Dann kann ich auch rausgehen hier, gell? Genau. Hab's ja geschafft.
Uiui. ist auch gespeichert, wie immer. Nicht, dass ich jetzt hier mich wieder irre, aber ich glaube, das hast du letztes Mal schon geguckt. Ja, haben wir auch. Und wie gesagt, ich habe halt bewusst in der zweiten Welt das ausgelassen. Damit wir einmal das normale Ende sehen und dann einmal das schlechte Ende, kann man sagen. Dass wir halt das 100% dann zum Schluss machen. Ich weiß zwar auch nicht mehr ganz genau, wie der Kampf jetzt abläuft bei nicht 100%, aber ja, werden wir halt dann sehen. Ich hätte vielleicht mir eine Fähigkeit holen sollen. Ja, noch ein bisschen auffallen. Okay, also ich hätte nicht gedacht, dass man hier noch so wie so ein Extra-Raum hat. Ah, DDD. Na du? Ah, stimmt, ja, normaler Kampf ist DDD und dann kommt am Ende der eigentliche Kampf, den ich halt meine, wenn man halt 100% erreicht. So. Ich hätte mir wirklich eine Fähigkeit holen sollen, weil so brauche ich ein bisschen länger gegen ihn. Aber ich glaube sogar, hier ist er persönlich leichter als in im Hard-Mode von Kirby Dreamland 1. Einfach, weil er langsamer ist. Also man sieht wirklich die Attacken auf sich zukommen. Also im Prinzip wie der von Kirby's Adventure auf dem NES. Okay, das kann ich vor ihm nicht. Okay, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen, dass er noch so eine wütende Fähigkeit hat. Okay. Ja, komm, beruhig dich. Okay, es wird gerade ein bisschen übel. Na komm, beruhig dich. Okay, also es ist wirklich interessant gemacht, was sie alles an Effekten hier eingebaut haben. Also ich meine jetzt speziell, man sieht, wie der Stern rausfliegt und dann auch noch explodiert und oben ist dann noch ein Stern. Also bei dem Spiel haben sie sich wirklich richtig ins Zeug gelegt für Gameboy-Verhältnisse, muss man immer noch sagen. Das vergisst man immer so ein bisschen. Das ist ein Gameboy-Spiel und Gameboy ist ja an sich simpler als NES-Spiele, wenn man so will. Achtung. Na, den kriege ich irgendwie nicht, den Stern. Wo? Oh. Na. Okay, das hat auch nochmal Schaden gemacht, weil... Frag mich nicht. Und das ist ja auch nur die erste Phase. Also ich glaube, ich sollte mir beim nächsten Mal dann doch eine Fähigkeit mitnehmen, weil sonst... Ja, sonst würde es nichts. Dazwischendurch schon mal einpennen, ist auch ganz lustig. Ja, komm, benimm dich. Uiui. Ja, weil das Problem ist halt, man muss ihn halt dann... Ja, nochmal machen. Weil das war es dann noch nicht. Obwohl ich eigentlich sagen muss, der war trotzdem ein bisschen anspruchsvoll. So, ja. Das war jetzt quasi das normale Ende, wenn man nicht 100% erreicht. Ich muss noch mal gucken, ob ich vielleicht... Ah, ich kann nur die Farben wegmachen. Ich glaube nicht, dass ich das Intro wegdrücken kann. Dann müssen wir uns das wohl angucken. Hm. Ja gut, dann gucken wir uns hier mal den Abspann vom normalen Schwierigkeitsgrad an. Es regnet auch übrigens, deswegen hat Kirby einen Schirm. Oh, ich weiß nicht, ob sich der Abspann ändert, wenn ich Hardmode durchspiele. Aber dann werde ich wohl im nächsten Part dann halt das Finale dann angehen. Weil, wie gesagt, ich muss ja dann auch noch den letzten Tropfen holen. Und der Endkampf ist nicht so leicht, wie gesagt. Man kennt es halt speziell von Kirby. Man hat halt Phasenbosse, wo man halt dann nicht nur einmal besiegen muss, sondern zwei oder dreimal. Aber das werdet ihr dann genauer sehen. Man sieht ja auch, das ist ja auch ein indirekter Abspann. Also man sieht jetzt alle Gegner. Aber nicht wirklich ein Abspann von den Leuten, die das Spiel gemacht haben. Master Pinguin sagt, heißt er sogar, okay. Ach ja. Also wie gesagt, kann ich so ein Mini-Fazit mal abgeben. Ganz ehrlich, Leute, das ist, nicht unbedingt jetzt mein Lieblings-Kirby-Spiel, aber es ist mit eins der besten. Also ich aus dem Grund nicht mein Lieblingsspiel, weil ich hatte damals die Gameboy-Spiele nie. Also der NES-Teil hatte ich zuerst und dann hatte ich lange Zeit gar kein Kirby-Spiel. Und irgendeinem Grund hatte ich dann erst wieder bei Kirby angefangen beim GameCube, glaube ich. Ja, beim GameCube habe ich wirklich damit angefangen. Und hab dann halt ab dem GameCube und GBA... Nee, bei GBA war ich da noch vorher. GBA war doch vorher als GameCube, ja? Seht ihr da? Fragezeichen. Das so ist ein Teaser für den finalen Boss. Also ich hatte dann Kirby and the Amazing Mirror auf jeden Fall. Und halt den Kirby's Air Ride für den GameCube. Ja, Fragezeichen.
Kain hat schon irgendwie gedacht, warum regnet es eigentlich? Es müsste ja eigentlich Sonnenschein sein. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich halt nicht gleich auf 100% gegangen bin. Sieht man auch hier noch gleich. Ich habe 94%. Und die, stimmt ja, ich habe ja vergessen, Krayko noch das Minispiel zu machen, gell? Stimmt ja. Gehört auch noch dazu. Machen wir auch gleich mal. Ja gut, das machen wir jetzt noch in diesem Part. Weil ich glaube, das Minispiel von Krayko war nicht ganz so schwer. So. Ja gut, die Leben sind ja eh egal, ob ich jetzt... Stimmt, so war das genau. Ich glaube, die verschwinden nach dem ersten Mal. Ich glaube, ich heb die am besten mit im Springen auf, damit ich die auch im Fall bekomme. Problem ist halt nur, wenn man in die Gegner reinspringt, vor lauter, lauter. Na, Achtung. Ui, Achtung. Wie gesagt, das fand ich nicht ganz so schwierig, weil man kann sich auch besser auf die Sachen konzentrieren, die hier abgehen. So, Achtung. Und dann haben wir sie auch gleich geschafft, oder? Hoffentlich. Na, wo sind die? Achso, das war's schon. Und irgendwie kamen da noch Gegner raus am Ende. Okay. Seht ihr? First Try. Das fand ich auch nicht schwer. So, dann passt es ja. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Kirby's Dream Land 2 sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zum, denke ich mal, zum Finale. Ciao, ciao.